Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefield Gothic Armada 2. So, wir sind mit den Menschen etwas weiter. Darum können wir jetzt theoretisch mit den anderen Fraktionen endlich starten. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Tyranniden. Hier bin ich mal ein bisschen mutiger, wir gehen hier mal auf Mittel. The Tyranids, the great devourer. In all the stars, there has never been a Xenos race more inimical to the survival of mankind. Indeed, they are the bane of all other life. Their origins are but poorly understood. The stuff of rumor and supposition and nightmare. The adepts of Mars believe that a single, unknowable consciousness guides the High Fleets about their voracious purpose. This consciousness knows only unquenchable hunger. Hive ships serve as synapse nodes, spreading the influence of the Tyranid hive mind across the stars. Such is the hive mind's suffocating will that the warp is distorted for light years around. Confusion and terror spread before the High Fleets advance as dreams darken and madness spreads. As the High Fleets advance, the suffocating embrace quenches the Emperor's light and drowns doomed worlds in psychic shadow. But the greatest threat comes from within. Ja, die kennen wir ja schon aus Space Hulk. Die netten Symbionten oder der Jean-Stealer-Kult. Ich liebe Tyranniden. Ich finde, die sind friedlich. Komm in Frieden. Foul creatures known as Jean-Stealers infiltrate unvigilant worlds. A patriarch arises from the population's subverted flesh and projects a psychic beacon to draw the Hive Fleet ever closer. As the Jean-Stealer cult grows in power, they emerge from the shadows of their benighted world. Civil war rages, shaking the planet asunder. Then the skies darken with spores and the Hive Fleet's voracious tendrils. The cultists exult at the fulfillment of prophecy and their ascension into the light. Their delusions die with them. Ach, ich finde das cool. There are many Hive Fleets, each but a facet of the immeasurable Tyranid threat. Leviathan is the greatest and has wrought ruin on a scale never before witnessed. Though the great rift arising from Cadia's ruin has severed many of Leviathan's tendrils, many more remain. Even now, one is surging towards the Eye of Terror. Ich frage mich nur, wie sie sich spielen lassen, die Schiffe. Sie müssen ja komplett anders sein. Vielleicht kommt das Thema Moral da auch wieder vor. Weil sie haben ja im Video gesagt, dass wir in Synapse sein müssen wahrscheinlich. Oder in Synapse kann ich mir vorstellen, wie bei den Tyranniden im Tabletop. Dass es große Einheiten gibt, die halt, sage ich mal, die kleineren in Schacht halten. Und sobald der große ausgeschaltet ist, ja, werden die kleinen irre oder machen, was sie wollen, fressen sich gegenseitig. So was könnte ich mir jetzt hier auch vorstellen. Und wie gesagt, die Schiffe, ich weiß ja gar nicht, wofür die Schiffe so waren. Ob das aber thematisiert wurde, das weiß ich nicht, was es da so gibt. Ich lasse mich da überraschen, also das ist auch jetzt für mich neu. Ich kenne quasi nur die Bodentruppen. My thanks, Admiral Spire, for bringing more souls to feed the Grandfather's cauldron. I need no support to crush the likes of you. Magos, identify those ships. No! Those aren't Imperial! Stand to battle stations. This isn't over. Ah,
Alle Schiffe haben Tarnung. Das ist doch geil. Da sind noch mehr. Biotorpedos. Geil. Können die Nahkampf mehr anrichten? Alle Schiffe der Tyranniden haben zu Beginn ihre Tarnung, das wissen wir. Have you a reading on our newcomers? Auspex confirms Tyranid vessels. Vanguard configuration. Tyranids. Emperor's bones. As if we didn't have enough trouble. Reading more vessels inbound, Admiral. Naturally. Likely there's an entire high fleet close by. All vessels engage. But keep your distance, or you'll be torn apart. Ah, das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich. So, alle Tyranniden-Schiffe besitzen Anpassung, mit der sie sich frei durch Asteroidenfelder, Plasmastürme. Geil, die können sich da ohne Probleme bewegen. Das ist ja super. Dann machen wir das gleich. Da bleiben wir nochmal drin. Da bleiben wir auch mal drin. Wie sehen die überhaupt aus hier, die Kleinen? Aha. Sollen das hier kleine Schiffe sein oder was ist das? Das sind aus wie so riesige Wale im Weltall. Upsala. Die von vorne aus. Also das sind irgendwie Greifarme oder sowas. Die müssen doch bestimmt im Nahkampf echt böse sein. Das ist wie beim Tabletop mit der Infanterie, weil die Infanterie war ja... Schießen ist nicht so richtig geil bei den Tyranniden. Aber im Nahkampf sind sie echt... Zerreißen sie alles. So, das war mit der Anpassung. Alle Eskortschiffe der Tyranniden verfügen über den Befehl Sporenexplosion, mit dem sie jederzeit explodieren können, um ein Minenfeld aus Sporen zu erzeugen, das feindliche Schiffe verlangsamt. Geil. Harakiri. Tyranniden, ich liebe euch. Frage ist nur, wie lassen sich sie spielen? Also, das weiß ich jetzt nicht. Ich wollte das nur mal in Ruhe durchlesen. Jetzt spielen wir sie mal. Och, wie sie sich auch bewegen. Ob sie auch besser so nach links und rechts fliegen können. Wäre auch interessant mal zu wissen. So. Aber er hat Torpedos. So, hat er hier Tolles. Sporenexplosion, das war das. Gruppenbefehl. Aha, und was ist das hier? Befehle. Brutbecken. Kreuzschiffe, zwei Truppen. Leichter Kreuzer. Oh, Borden entdeckt. Dann machen wir hier gleich Brutbecken. Geht das hier? Nee. Torpedos. So. Scheiße, Volltreffer. Dann brauche ich euch hier Verstärkung. Ja. Konnte nicht mehr so ganz ausweichen. Ich versuche mit ihm ranzukommen. Mit ihm auch vielleicht. Angriff. So, mit ihm machen wir mal die Sporenexplosion. Das finde ich mal ganz interessant. Da müssen wir wieder vorkommen. Ah, die werden richtig von irgendwelchen kleinen Viechern angefressen. Geil. Das finde ich ja sowas von geil. Jo, was war das denn, Alter? Coole Sache. Tentakel. Also sie sind eher wirklich auf Nahkampf spezialisiert. Schwarmmutation. Ach, es gibt nur Schild. So.
zu viel. Upsala. Dann kommen wir davor. Also mit diesem Sprung oder mit dem Antrieb können wir quasi schnelle Angriffe ausführen. Ich will jetzt hier mal diesen Sporenexplosion machen. Das war wieder daneben, fuck. Okay, gucken wir mal hier. Also macht. Spielen sich auf jeden Fall anders. Das finde ich schon mal nett. So. Dahin. Diese Angriffe sind ja echt ultimativ geil. Hat man nicht Torpedos? Enter-Manöver? Ne, es hat nur der eine hier wahrscheinlich. Ne, hat er doch nicht. Mit den Tentakeln holen wir ihn näher ran. Sind die nicht geil? Ich finde die richtig edel. Haben wir so ein kleines geopfert. Tyranniden müssen geopfert werden. So, Sporen, Gruppenbefehl. Ach, das lassen wir mal alles. Das ist eine Sparmutation. Our hull is heavily damaged. Reading cataclysmic structural failings in all forward sections. Fight on! We cannot let them triumph! With respect, sir. They've already won. No sense piling death on top of disaster. You are correct, Commodore. Damn your eyes. Abandoned ship. May the Emperor prove merciful. Ui, das war ein guter Strahl. Komm, ein Rammmanöver nochmal. Na ja, gut, da haben wir auch ein Schiff verloren. This is Admiral Spire to all Imperial vessels. The righteous protector is lost. We have encountered a Tyranid high fleet. Impossible as it seems, our situation has grown worse. I declare a category Abraxas Maxima alert. All able vessels to regroup at Bellis Corona. The Imperium will prevail. Okay, das sind eher Nahkampfspezialisten. Gut zu wissen. Das macht doch Spaß. Schön Schiffe rammen. Und dass man sich die heranziehen kann, das ist natürlich auch geil. Da könnte man so eine Kombination machen. Admiral Spire, certain rumors have reached my ears. Have you a report for me? Only that these rumors are likely true. There are Tyranids at Laurentix. The Righteous Protector is gone. And I fear this is but the start. Hmm. I see. I have the matter in hand. As soon as I can requisition an operational ship, I'll see the swarms destroyed. Be not so easily distracted from your goal. A ship you shall have, but the chaos threat at Cadia remains your focus. Am I understood? Yes, Inquisitor. Lord Inquisitor, our forward explorers have located a Tyranid bio-vessel. Not very impressive. There is no shortage of such at present. Confirmed. However, this organism is unlike any other so far encountered. If dissected, the results will prove valuable. And the disruption to the Hive fleet. Very well. Order your excursion. I shall see that it is reinforced. Acknowledged. So, der Verschlinger erwacht. Zusammenfassung. Mit Hilfe der Inquisition hat Magus Numerin den irgendwas gefunden. Eine Art Mutterschiff-Identität. Die Befehle des Schwarmverstands an alle
Schiffe der Tyranniden im Ageus Ocularis weitergibt. Er hat Flotten entsandt, um ihn auszuschalten und zu untersuchen. Sollten diese Wesen zerstört werden, würden die Tyranniden in ihre ursprüngliche, unorganisierte und verletzliche Wildheit zurückfallen. Das werden sie zum Preis zu verhindern versuchen. Ja, das ist ja klar. So, schließen Sie den Sondereinsatz im Befehl. Okay. Jetzt frage ich mich gerade nur, wie das mit den Tyranniden funktioniert und, naja. So, sobald sie ein System eingenommen wird, ja, wird der Planet verschlungen. Drei Züge. Okay, kann ich jetzt einen auswählen und sagen verschlingen oder? Tyranniden können über Systemansicht Organisation Strukturen errichten. Sie können Angriffe auf ihr System durch Sporenminenwolken verzögern. Ja, es ist halt wie beim Imperial mit den Minen und so. Reifungsstern, Rückgewinnungsbecken, jeden Zug, Biomasse. Aus Biomasse generieren wir dann irgendwelche Brutwelten. Können neue Einheiten rekrutieren. Sie können nur eine organische Struktur pro System auswählen. Diese jedoch jederzeit ändern. Fahren Sie mit der Maus über Strukturen umher, mehr Infos über sie zu erfahren. Okay. So. Haben wir über Biomasse? 300 Biomasse haben wir. Was ist das da gewesen gerade? Erstellen Sie eine neue Flotte. Oh. Wie viel Biomasse kostet das? Ich kenne mich mit den Schiffen überhaupt nicht aus. Überhaupt nicht. Kosten alle so um denselben Bereich. Ah, die Bilder könnten ein bisschen mehr variieren, finde ich. Naja. Stachelpanzer. Bei Aktivierung werden Stacheln auf den Breitseiten verteilt. Neu auszurichten. Stachelpanzer. Biomorphe Abrissbirne. Das ist schon geil. Was für ein Name, ey. Das Tyranidenschiff spuckt seine Zunge in einer geraden Linie vom Bughaus heraus und steckt sich bis über 4500 Einheiten. Erstreckt sich, also. Es stößt das erste Schiff, auf das es trifft, zurück und fügt 400 Schaden hinzu. Also mit der Zunge statt ranziehen, wegdrücken. Sporenfeld. Es sendet eine Spore in einen bestimmten Standort. Also so quasi Minen. Das finde ich auch ganz nett. Schnelle Erholung. Also eher ein defensives Schiff. Abrissbirne. Sabakanone erzeugt vom Bug des Flaggschiffs aus ein gerades, kegelförmiges Gebiet aus Säure. Atem. Jedes Schiff in einer Reichweite von 4500 Einheiten erleidet ein Feuer an Bord pro Sekunde. Flammenwerfer also. Säureflammen. Oder so Säure. Ziehschrei. Feindliche Schiffe im Radius von 9000 Einheiten rund um das Schiff erleiden ein Moralverlust. Naja. Kann man auch gebrauchen für kleinere vielleicht, wenn wir den Boss erledigt haben. Echo, Biom. Ach. Ich finde hier diese Säuregeschichte eigentlich ganz nett. Ich nehme das mal. Wir rekrutieren den. So. Jetzt haben wir nur noch 100. Dann schalten wir hier was frei. Sporminenwolken 50. Ich nehme erstmal das günstigere. Und dann gibt es hier Sachen, die unverdaulich sind. Todeswelt. Also Welten wahrscheinlich, die schon tot sind, nur aus Stein bestehen. Das essen ja Tyranniden nicht. Die brauchen ja Biomasse, alles mögliche an Biomasse. So.
Schließen Sie den Sondereinsatz. Oh, eine Maus. So. Hier ist keiner, wenn ich das richtig sehe. Kann er sein? Dürfte die eine Flotte reichen. Ich teste es einfach mal. Sagen wir mal Start. The Imperium of Man. A galaxy-spanning empire in decline. Once humanity stood on the brink of taming the stars, a golden age of light and glory beckoned. But men have ever been prone to temptation. And lured to stubborn pride. Now the Space Marines, intended as the vanguard of mankind's ascension, fight ceaselessly to prevent their father's work sliding into ruin. The Adeptus Mechanicus, custodians of wondrous technology, take to the stars in hope of unearthing lost secrets from the very darkest of ages, and to impose the Omnissiah's will upon a scattered galaxy. But nowhere is the Imperium's might more plainly seen than in the vessels of its star-spanning navy. As war rages, colossal warships slip anchor to smite the foe with the righteous fury of the faithful. Such vessels are both Imperium's stalwart shield and gleaming spear, shining in the impenetrable dark of space. It takes more than a man to command such a warship. It takes a hero, strong in will and unflinching of purpose. Without such heroes, the Emperor's light would surely wane. Admiral Spire is one such hero, forged in the hallways of the vaunted Schola Progenium, tempered in the cursed days of Abaddon's 12th Black Crusade. Long has he been lost, but now, freed from the Immaterium's clutches, he returns to shed his blood in the Emperor's cause once more. Any who seek to sweep mankind from the stars must first reckon with Spire. Many have sought his head, all have failed. But one hero alone may not be enough to change the Imperium's fortunes. It will take thousands, even millions, for mankind to reclaim its footing in the Eye of Terror's gaping maw. And millions more to hold it. Such a task will not be easy. Cadia is demon-hunted rubble, and the Imperium itself is scarred, torn in two by the Cicatrix Maledictum. But it is the nature of heroes to triumph in adversity, and of faith to flourish in the dark. Jo, soweit dazu. Jetzt mal zum Einsatz. Ich will was rammen. Was verschlingen. Ich habe Hunger. Der Schwarm hat Hunger. Und der Schwarm mag keine lange Ladezeiten. Auf jedem Schiff befindet sich eine festgelegte Anzahl Truppen. Give thanks to the Omnissiah for our timely arrival. This ancient one is deep in a consumption cycle and vulnerable. Recommend entrapment formation. We will weaken the ancient one's defenses and neutralize its escort fleet. I concur. We will gather the fragments for analysis once the battle is ended. Very well, but act swiftly. Even now, there may be reinforcements inbound. Engaging armaments. Prioritizing kill sequence. In dieser Mission schließt sich der Ascent One ihren regulären Flotten an. Bewegen Sie ihn, um eintreffende feindliche Schiffe durch den Sporeneffekt des Schildes und oder durch ein Rammmanöver zu vernichten. Okay. Die haben nur das eine Schiff, oder was?
Achso, wir sind da hinten. Okidoki. Ist der riesig. Der hat ja Hunger. Was passiert mit dem? Warum kann der sich nicht bewegen? Achso, ich muss auf Play drücken. Hahaha. Verteidigen Sie den das Mutterschiff der Tyranniden, okay. Der Ascent One kann nicht nur furchterregende Interaktionen durchführen, sondern besitzt auch beeindruckende Fähigkeiten wie den uralten Psi-Schrei oder die Sabberkanone, die auf feindliche Schiffe Chaos sorgt. Das klingt gut. Achso, da wird schon angegriffen. Nein, das war ein bisschen zu. Der Flammenwerfer hat auch eine kurze Reichweite. Ah. Der Gute braucht Hilfe. Aber die meutern hier richtig gut. Ah, jetzt schiebt mal hier das Brutgeschwader drauf, damit die nicht mehr wiederkommen. Oh, okay, hat sich schon erledigt. Ich will nochmal den Flammenwerfer einsetzen. Schiff schon Geschichte? Den hat sich enttarnt. Varin, where are you? We must combine fire and rain the Emperor's fury down upon the abomination. So. Confirmed. Our real space re-entry was misaligned. Closing on your position now. Faster! We must not fail! Rerouting power to artillery batteries. Gun servitors uploading bombardment protocols. Ah, hinter uns sind auch noch welche. Na, die dürfen nicht kommen, da kommt Verstärkung. Das sieht nicht gut aus. Unsere Mama stirbt. Das war daneben. Ja, das war's mit unserer Mutter. Ich glaube, die verreckt. Ah, auch daneben. Scheißen Dreck, ey.
lebt noch. Ein Schiff von uns hat zerlegt. Oh, der... Mein Schiff zerlegt sie auch gleich. Komm mal weg. Scheiße, ich habe meine Flotte verloren. Dauerramm tut da nicht gut. Das war's. Intensify fire. I want that abomination destroyed. That is at maximum. Trust to the Omnisire. Tja, das Mutterschiff ist das einzige, was noch hier lebt. Das, meine Einheit ist gleich tot. Da gibt es eine Meuterei, ganz gut. Und der ist auch quasi im Arsch. Aber es kommen immer mehr. Rede ich, Mutti. Oh Gott, Mutti lebt nicht mehr lange. Oh doch, der hat sich wieder gekriegt. Ja. Und wieder einer hin, aber... Unsere Mami ist auch gleich hin, also jetzt ist kein Schutzschild mehr. Mama ist umzingelt. Meine Flotte gibt's nicht mehr. Okay, hat's gerade erwischt. Jetzt sind wir gefundenes Fressen. Wohin? Was machen wir jetzt? Es kommen ja immer mehr Schiffe. Das Asteroidenfeld bringt uns ein bisschen Deckung, wenn ich das gerade richtig sehe. Und so ein bisschen.
es ihn. Was ist das denn gerade für eine komische Waffe? Los, meine süße Mami, weiter. Wir fressen jetzt noch jedes übrig gebliebene Schiff und hoffen damit zu überleben. Meuterei. Trotzdem, alles müssen wir töten. Ah, von hinten. Gut, das haben wir. Die schützen uns so ein bisschen, kann das sein? Ach komm, dann drehen wir uns einfach um. Das andere Schiff kommt uns da entgegen. Schnell drehen geht auch nicht. Ah, da ist noch was Größeres. Jo, noch mehr. Das war's. Los, meine Große. Haben wir gleich beide hier. Putter sie auf. Nein! Ist sie gestorben? Oh, Kampagne gescheitert. Mama. Wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht haben wir doch einfach nur zu wenig Einheiten. Hier, du kommst da auch nochmal hin. Ach, was soll da jetzt kommen? Können sie halt den anderen Sektor einnehmen, aber von wenn wir den Sektor da unten haben, da kommt ja nichts mehr. Also von unten kann ja kein Gegner kommen. Und wir haben oben die Sporen gebaut, das heißt, die werden eh um einen Zug verzögert. Sollte eigentlich nichts passieren. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht mit weniger Einheiten da weiterkommen, habe ich mich verschätzt. Ich habe das Spiel noch nicht so lange gespielt. Und wir sind jetzt hier auch auf Mittel. So, das die Quatsche kennen wir schon. Ist meine Maus. Recommend entrapment formation. We will weaken the Ancient One's defenses and neutralize its escort fleet. I can see meine Maus nicht. We will gather the fragments for analysis once the battle. Ups. Very well, but act swiftly. Even now there may be reinforcements. So. Die Mission heißt Rettet Mama. So, alles gleich Full Speed. Kinder. Mama, komm mir mal entgegen.
Sind die nicht ein bisschen schneller? So dieses scheiße Rammmanöver. So, gleich mal Psi-Schrei. Säure. Der ist schon mal Geschichte. So, jetzt meutern sie erstmal alle. Der Psi-Schrei ist doch gar nicht so doof, wie ich dachte. So, kommt hier mal zu Mama. Und die Mama packe ich dann im Nebel. So. Schützt die Mama. Ah, da. We must combine fire and rain the Emperor's fury down. Okay, die kommt von da, das heißt, Mama macht die nochmal weg. Our real space re-entry was misaligned. Closing on your position now. Faster! Oh, we must not fail! Rerouting power to artillery batteries. Gun servitors uploading bombardment protocols. Also kommt man auch näher ran. So, Mama richtet sich ein bisschen aus. Bombardment commenced. Damage patterns fall within expected parameters. Mama! Intensify fire. I want that abomination destroyed. Batteries at maximum. Trust to be under fire. Was erwischt von meinen Leuten. Ui, da ist schon wieder was erwischt von meinen Leuten. Scheiße, die Flotten halten nicht viel aus. Da muss man auch aufpassen.
Wir halten nichts aus. Das eine Schiff ist kaputt gegangen ist. Oder hat es noch gebrannt? Ich habe jetzt schon fast meine komplette Flotte verloren. Sie geht mir einfach auf den Sack. Da kommt schon mehr. Wir sind alle schön richtig nah. Das ist, ah, Gesundheit, verdammt. Jetzt wird er wild gemeutert, das gefällt mir. Mama schützt uns. Treibendes Wrack. Den nächsten. Wir beide gehen dann auf ihn weiter. Ich verliere gerade meine letzte Flotte. Ich habe sie verloren. Die halten nichts aus. Mit dieser Mission zerstöre ich quasi meine ganze Flotte. Mission erfüllt, ach du Scheiße. Also was haben wir daraus gelernt?
Tyranniden-Schiffe sind nur im Nahkampf gut und machen, aber muss man es aufpassen, dass man nicht dauerhaft so Nahkampf macht, dass die Schiffe sich dauerhaft rammen. Das heißt, ein Rammmanöver und dann gleich wieder bisschen, ja. Oh Gott. Zwei haben noch überlebt, aber ja, unsere Flotte ist in The Arsch. task force has fallen silent. Projections indicate total destruction. And this prized bio-vessel? It endures. So much for the might of the Adeptus Mechanicus. Your scrabblings have placed Nemesis Tessera in jeopardy. Tja, was soll ich sagen? Wir haben zwar ge Inquisitor Darkhammer! Already Nemesis Tessera feels the claws of those monstrosities, and I find the Imperial Navy has abandoned us. Where is Admiral Speyer? On other duties. Duties, I might add, that are necessitated by a laxness of faith, by a lack of leadership from the Adeptus Ministerium. Well, yes. One cannot hold heresy at bay without resource, Inquisitor. Indeed. And it is so with the Tyranids. Gird your valor. Reinforcements are on the way. They will scour the sector of all infestation. Handeln nach Instinkt. Auf Kardinal Sternhells Geheiß hin hat das Inquisitor Darkhammer imperiale Flotten zur Verteidigung in den Nemesis Tessera Sektor schicken lassen. Ihr Ziel ist klar, alle Tyranniden töten, auf die sie treffen. So, ich glaube, diesen Sektor verlieren wir nächste Runde. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Welchen Sektor sollen wir einnehmen? Ich sehe auch keinen anderen mehr. Upsala. Ach du Kacke. Das geht hier noch weiter. Uiuiuiui. Aber erst würde ich sagen, machen wir hier mal alles platt, bevor wir irgendwo anders hingehen. Und wir müssen weiter unser Zentrum sichern. Ja, und jetzt haben wir ja. Von drei Flotten haben wir quasi nur noch eine richtige. Der Rest ist Müll. Kann ich die schon wieder hinziehen? Nee, ne? Die haben ja schon quasi. Genau, die Runde ist dann noch länger geworden, als ich dachte, das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt einen Einblick, ja, von den Tyranniden erhalten. Einen ganz interessanten. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.